Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu SimCity 4. Und genau, liebe Leute, wir waren beim letzten Mal hier in unserer Hauptstadt unterwegs und genau, waren uns einfach hier nach wie vor weiter am Ausbauen. Ich würde mal vorschlagen, dass wir das jetzt auch einfach weitermachen. Allerdings habt ihr einen Kommentar geschrieben, dass, ja, mit einem Tipp, beziehungsweise der Luca hat es ja gesagt, ach guck mal, da kommt wieder ein neues Gebäude, mit der Autobahn, bevor ich das jetzt wieder vergesse hier, machen wir es tatsächlich direkt. Also er meinte tatsächlich, dass wir hier parallel, hier hinten, genau, hier, dass wir hier nochmal, das ist jetzt natürlich kacke gezogen, aber dass wir hier nochmal eine Autobahn runterziehen, weil es soll hilfreich sein. Ich würde vorschlagen, dann machen wir das jetzt. Ach, guck mal. Okay, dann machen wir das jetzt einfach mal. Und kann man hier vielleicht so auch ein Kreuz draus machen? Das wäre geil. Nee, leider nicht, oder? Nee, geht nicht. Okay, genau, dass man dann jetzt hier quasi so die Autobahn zieht. Und ihr hattet noch was gesagt, beziehungsweise Luca hatte noch was gesagt. Und zwar, ich möchte jetzt mal probieren. Mach mal langsamer. Ob man hier diese Auffahrten vielleicht ersetzen kann. Weil ihr hattet gesagt, also Luca hatte gesagt, dass man die Autobahn in eine Allee umwandeln kann. Tatsächlich! Ja, okay, das ist ja geil jetzt. das heißt, wir können überall, wo wir Auffahrten haben wollen, beziehungsweise eine Verbindung zur Autobahn, können wir einfach Alleen hinbauen und somit den Platz sparen für diese riesigen, riesigen Auffahrten. Ich meine, es sind vier Felder, aber vier Felder sind vier Felder, mein Gott. Haben oder nicht haben. Ne? Und sehr, sehr guter Tipp. Ich möchte dir danken, tatsächlich, weil da wäre ich so nie drauf gekommen. Ne, dass man das auch hier einfach als, ja. Ach, guck mal, da fährt die Monorail. Dass man das so machen kann, das heißt, wir brauchen keine Autobahnauffahrten mehr. Sondern man kann hier einfach sagen, gut, wir machen eine Allee. Und verbinden die einfach mit einer Straße. Ich meine, ja, warum denn nicht, ne? Dann machen wir das so. Beziehungsweise, warum lässt er mich nicht? Ach so, weil das hier extrem komisch aussieht. Schaut euch das mal an, ey. So, mach das mal weg. So, dann mach bitte noch ein Autobahnfeld weg, bitte. Da müssen wir ein bisschen größer machen. Aber das ist eine gute Idee. Dass man das so verbindet. Einfach um ein bisschen, wie gesagt, Platz zu sparen für, ja, für freie Grünflächen, die man dann hier hin machen kann. Ne? Statt einer Autobahnauffahrt. Ich meine, warum denn nicht? So. Und das ist, das sieht natürlich jetzt mega aus, muss ich sagen. Also, wow. Dann machen wir hier so. Und, genau. Nicer Tipp. Richtig nicer Tipp von dir. Vielen, vielen Dank. Also, das ist wirklich super. Na, da brauchen wir zumindest keine Autobahnauffahrten mehr hier. Okay, wunderbar. Das heißt, wir können da mal wieder laufen lassen. Genau, wir haben einmal das Einkaufszentrum. Und, genau, ich merke aber gerade, dass wir wieder mehr Jobs brauchen. Okay, dann würde ich vorschlagen, machen wir einfach weiter hier an der Stelle. Genau, einfach mit Jobs aufbauen. Und ja, liebe Freunde, dann freue ich mich, dass ihr mal wieder hier eingeschaltet habt bei SimCity 4. Ja, wie es hier weitergeht mit unserer Hauptstadt. Mit dem schönen Wachstum hier, auf jeden Fall. Und ja, ich hoffe, wie gesagt, dass das so bleibt. Weil, ihr wisst ja, was beim letzten Mal passiert ist. Ne? Von daher möchte ich das bitte jetzt vermeiden. Dass wir irgendwann mal wieder in so einen Bereich kommen, wo, ja, was soll man dazu sagen? Wo nichts mehr geht am Ende, ne? Weil wir irgendwie keine Nachfrage mehr hatten und nichts. Aber gut, das soll uns erstmal nicht stören.
Wir machen hier Bushaltestelle und U-Bahn-Stationen hin. So. Und Lehrpersonal nimmt Auszeitstreik. Ja, das gucke ich mir gleich an. So. Ach, was bin ich froh, jetzt im City 4 zu spielen. Ich habe ja eben Silent Hill aufgenommen und oh, das ist eklig, das Spiel. Deswegen jetzt wieder da. Um Gottes Willen. Schön entspannt zum City 4 spielen. Also das Silent Hill gibt mir wirklich Resident Evil Feelings teilweise und Resident Evil ist manchmal echt anstrengend. Muss man ja sagen. Und wenn ihr das Spiel kennt, wisst ihr, was ich meine. So, okay. Das heißt, wir haben hier... Die Leute ziehen hier irgendwie nicht zu. Warum nicht? Habt ihr kein Wasser? Doch, ihr habt Wasser. Aber ihr braucht wahrscheinlich Polizei und so, nehme ich an, oder? Ja, ja. Okay. Das heißt, ihr braucht hier Einrichtungen. Polizei und Feuerwehr wahrscheinlich auch. Jawohl. Okay, dann machen wir das mal so. Und dann könnt ihr eigentlich schon euch aufbauen. Jawohl. Schaut euch das an da. Da kommen sie doch schon wieder. Sehr gut. Lehrpersonal nimmt Auszeit. Ja, wo denn? Dann gucken wir uns das mal an. Oh ja, tatsächlich. machen wir das mal so, genau. Oh, und ihr seht, wir sind 5000 in den Miesen irgendwie. Ist irgendwie nicht so doll. oh, und wir haben zu viele Einwohner irgendwie. Gut. Dann würde ich einfach mal vorschlagen, dass wir hier erstmal an die Küste weitere große Plazas machen. Oder haben wir hier irgendwo Platz? Ach, guck mal, was haben wir denn hier? Was ist denn das? Ah, Wassermangel? Jetzt, ne, ist doch alles gut. Dann reißt die mal schön ab hier. Die kosten nämlich die Gebäude ohne Ende. Deswegen. Der Rest passt. Okay, da würde ich vorschlagen, bauen wir große Plazas mal hier hinten dran. So. Und hier, diese Autobahn, dank dem neuen Trick, verbinden wir mit der Straße. Haha, wie geil. So, wunderbar. Dann machen wir mal weiter hier mit dem Plaza. Das mal ein bisschen für bessere Laune hier sorgen. Aber die Einwohner, die Nachfrage kommt irgendwie nicht so wirklich. Doch. Okay, doch, doch. Aber trotzdem, machen wir einfach mal hier eine Reihe voll mit Plazas, ja. Ich meine, ein bisschen Erholung ist ja auch nötig hier, ne? So, wunderbar. Bandagenblues. Wo denn jetzt schon wieder? Die da. Okay, gut. Dann bauen wir euch nochmal ein neues Krankenhaus hier hin. Und zwar... ich hatte gehofft, dass es... Ach! Okay, ja, das geht ja. Na, dann solltet ihr jetzt eigentlich aufhören, euch zu beschweren. Boah, hab ich mich erschrocken. Puh. Meine Güte. Das ist das, wenn man Katzen hat. Man erschreckt sich bei jedem Geräusch, ey. Könnt ihr mal aufhören? Ich habe euch hier eine neue Praxis hingestellt. Was ist denn mit euch los? Ach, die oder was? Wartet mal. Wir haben generell so viele Krankenhäuser hier. Nee, sollte eigentlich passen. Okay, sollte eigentlich passen, ja. Ja, sehr gut. Das heißt, dann brauchen wir aber auch wieder neue Einwohner, ne? Die Nachfrage. Die Nachfrage entwickelt sich gerade nicht wirklich gut. Lange Pendelstrecke, ja. Mach das mal weg. So. Dann machen wir doch einfach mal hier Bäume. Da müssen wir mal gucken, wie wir jetzt hier...
Neue Nachfrage. Oh ja, schaut euch das an. Okay. sehr gut, da kommen sie wieder, die Reichen. Ja, sehr gut. Ich meine, wir sind bei knapp 2 Millionen Einwohner angekommen, ne? Oh, schaut euch das an hier. Was da wieder aus dem Boden rausgeschossen kommt, ey. Meine Güte. Mehr Steuerzahler auf jeden Fall brauchen wir auch, weil ihr seht's, ne? Die Finanzen sind übel. Jawohl. Kriegen wir jetzt unsere 2 Millionen? Brauchen auf jeden Fall mehr Jobs. Boah. Kriegen wir jetzt unsere 2 Millionen? Ich glaube noch nicht ganz. Schade. Noch nicht ganz, okay. Aber hey. So, das heißt, wir brauchen hier mehr Jobs. Okay. Dann bauen wir euch die Jobs doch einfach mal hier auf. So. Gucken wir mal, was er da draus macht. So, Freunde. Dann könnt ihr ruhig... Ja, okay. Wunderbar. Das heißt dann aber auch, dass wir hier tatsächlich jetzt mal so eine Straßenverbindung machen können. Ach, wie gesagt, Freunde, ich bin so froh, dass wir SimCity 4 spielen. Ohne Witz. So, dann machen wir hier mal eine Allee draus. So. So, und zack, genau. Und dann hier wieder eine Einbahnstraße, die dann hier oben drüber führt. So, wunderbar. Na, wobei, das ist jetzt 2x2. Das müssen wir vielleicht... Ja. Nee, wartet mal. Machen wir anders. Das machen wir anders. Wir machen die Allee nämlich trotzdem hier hin. Aber die Einbahnstraße... Ich möchte nämlich gerne 3x3 zumindest hier haben. Und dann machen wir das halt so. Genau so passt das. Und ja. Genau, liebe Freunde. Dann gucken wir mal, funktioniert das, wenn wir die hier hin machen, diese Station? Geht das? An die Autobahn? Das geht. Ah, schade. Ich hatte gehofft, dass das geht, aber gut, da müssen wir halt einmal so machen hier. Einmal so und einmal so. Da machen wir Jutta einfach bloß U-Bahn hin. So, Bushaltestelle. Und genau hier oben. Hier oben bräuchten wir noch. Ah, da könnte man noch eine U-Bahn-Station hin machen. Hier. Genau. Das mache ich auch. Ja, und so geht es dann halt dementsprechend weiter. Wir haben hier wieder Lehrer, die streiken. Ne, nicht mehr. Okay. Auf der anderen Seite, krass. Auf der anderen Seite. Wir haben massig Gewerbenachfrage, ne? Sehe ich gerade nach einfachen Dienstleistungen. Ist jetzt die Frage, warum sie nicht einziehen. Beziehungsweise warum sie hier keine Geschäfte eröffnen. Ja, okay. Das sind aber alles Büros, ne? Das sind Büros. Mittlere Gewerbegebiet Dienstleistungen. Ja gut, dann würde ich aber sagen, machen wir 3x3 Flächen. Ist doch gar keine so schlechte Idee. So, dann machen wir das doch einfach mal so. Einfach abreißen hier. So. Und genau so. Und dann hier. So, dann hier. Und hier. Sehr schön. Das heißt, ihr... verdammt. Das heißt, ihr könnt euch ja hier eigentlich aufbauen, ne? Hallo? So, genau. Dann macht das mal so. Das ist ein bisschen frickelig hier mit den Kreuzen manchmal. Aber... sollte passen, ne? So, okay. Dann machen wir mal hier unten eine Bushaltestelle hin, genau. Und dann hier Bushaltestelle und U-Bahn. So. Dann haben wir das nämlich auch mit der Verkehrsanbindung hier geregelt. So, wunderbar. Ich weiß, da oben ist zwar eine Station, aber... sollte passen, die Leute sind ja manchmal ziemlich gehfaul. Von daher... Jawohl.
So, und ihr seht, wir haben nur noch... Wir haben zu viele Einwohner. Gut. Ah, was kommt denn da? Mittleres Gewerbegebiet, sehr schön. Ja, das brauchen wir. Das brauchen wir und das wieder ein Geschenk. Das kann weg. So. Die meinen es immer zu gut mit den Geschenken, ne? So. Ah, da kommt wieder ein Wo. Wow! The Harborside. Das sieht geil aus, Freunde. Das machen wir unter Denkmalschutz. Es war verlassen, aber sieht geil aus. Sieht einfach geil aus. So, Freunde. Wir haben hier gerade irgendwie ein bisschen Probleme mit Einwohnernachfrage. Ui, guck mal. Kommt denn da alles? Mittlere Dienstleistungen. Jawohl. Sehr schön. Aber darf ich ja tatsächlich diese armen Wohngebiete brauchen? Ist jetzt eventuell der Zeitpunkt gekommen, um einen Vorort aufzubauen, oder? Weil ich merke gerade wieder, dass wir so kurz vor der 2-Millionen-Schwelle sind und die Nachfrage hapert. Und nochmal eine Steuersenkung. Ich weiß nicht, ob wir uns die leisten können. Ist jetzt die Frage. Ja, weil hier passt das eigentlich alles. Hier sind keine verlassenen Gebäude. Da ist eigentlich alles gut. Eigentlich passt alles. Ja, Freunde, ist jetzt die Frage, ne? Wie machen wir es? Machen wir eine Steuersenkung oder wie sieht die Bildung aus? Ja, also... Oh, hier oben, die ist ein bisschen... verdammt. Altersdurchschnitt. Warum ist denn eure Bildung nicht in Ordnung? Was ist denn mit euch los? Wir haben doch hier alles, oder? Oder haben wir hier nur... Nee, wir haben alles. Wir haben eine Grundschule. Wir haben eine Hochschule. Wir haben... Ah, wartet mal. Wir haben, wenn wir das drehen, eine große weiterführende. Das ist eine Hochschule, das sieht man. Das ist eine Hochschule und hier ist eine Grundschule. Aber wartet mal, vielleicht... Ja, die streiken. Wir kriegen nur keine Warnung angezeigt. Ja, toll. Ich würde gerne... Die Hochschule streikt. Verdammt nochmal. Das ist halt echt das Problem. Da. Nee. Ja, das ist halt echt das Problem, wenn man alles voll mit Hochhäusern baut. Man kriegt die Schule nicht angewählt. So. Ach, Leute. Ich reiß das gleich ab, wenn das so weitergeht. Okay, wir brauchen die Hochschule. Ach Leute, ihr geht mir auf die Nerven. So. ja. So. Ihr sagt aber auch nichts, ne? So. Dann müssten wir es doch jetzt eigentlich haben. Ne, hier ist auch nochmal. Ah! Okay. Die große weiterführende Schule war es. Okay. Das heißt, die Bildung hier sollte sich jetzt bessern. So. Ist da gerade meine Uhr angegangen? Ja, ich glaube schon. okay, das heißt, die Bildung hier sollte sich jetzt bessern. Ja, dass man... Ja, ja, okay. Das, da liegt es wohl daran. Da, genau, dann baut man wieder neu auf. So. Sehr gut. Das heißt, die Leute werden wieder gebildet. Schaut euch das an. Okay, krass, Freunde. Bildung. Ja, also so langsam geht es wieder hoch, ne? Habe ich das Gefühl. Dass die uns aber auch nichts sagen, ne? Ihrer Drohnen mit Streik.
So. Ja, jetzt wird es nämlich wieder. Jetzt wird es wieder ein bisschen blöd. Also ich wollte eigentlich ganz gerne. So, ganz gerne weiterbauen, aber irgendwie. Das mit den Dings hat hier nicht geklappt. Deswegen werde ich das mal wieder wegmachen. So. Ah, wir brauchen wahrscheinlich eine Steuersenkung. Ungern, aber machen wir es. Kommt. Kommt. Steuersenkung. Und dann schauen wir mal, wie das sich das jetzt hier auswirkt. So. Bringt das überhaupt was? Yes! Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Okay. Dann zieht bitte dazu. Nee, wir haben... Ah, okay, wir haben eine Grenze erreicht hier. Alles klar. Dann machen wir wieder die Grenzenaufweichung. Dann machen wir die halt wieder hier hin. So. So, alles klar. Ja, wir haben halt übelste Kosten jetzt dadurch, ne? So, mach das mal so, bitte. Haben halt extreme Kosten jetzt dadurch. Aber wir sind kurz vor den 2 Millionen. Und das ist doch mal viel wert. So, dann machen wir die mal wieder hier hin. In der Hoffnung, dass der Effekt lange anhält. Oh ja, schaut euch das an. Die Nachfrage ist so gut. So, da streiken sie wieder. Schon wieder die Ärzte. Ach Mensch. Ihr habt's aber auch. Was sollen wir denn hier wegmachen? Ja, macht das hier weg. Ich meine, die suchen eh Arbeit. Von daher. Ja, geil. Okay, das heißt, wir haben jetzt wieder eine stabile Nahrung. Gott sei Dank, ey. Gott sei Dank, ohne Scheiß. So, Bildung. Ist immer noch. Ja, das hier ist verlassen, warum auch immer. Wisst ihr, warte, ich mache euch mal weg. Machen wir mal den großen, Abrisshammer hier. Weil ihr habt's verkackt. Ihr wollt euch nicht bilden lassen. Von daher machen wir euch mal weg. Ja, ich weiß, das zieht jetzt natürlich voll rein. Aber da bleibt gerade irgendwie nichts anderes übrig mehr. So, irgendwie. So, wartet mal. Das hier ist auch verlassen. Kann das sein, ja? Das auch. Die sind eigentlich ganz gut gebildet. So, nur das hier ist wieder hier. Hier ist wieder rot. Irgendwas ist hier rot. Ja, das hier. So. Okay, dann machen wir Bäume-Trick. Ja, die Gewerbenachfrage ist jetzt natürlich voll weit unten. Ach, da bauen sie sich wieder die Villen auf hier. Ihr kennt mich, Freunde. Die Villen müssen leider, leider weg. Und den Hochhäusern weichen. Dafür machen wir ja bald ein Vorwort, ne, um diese Villen zu kriegen. So. Okay, da kommt wieder ein Drachengebäude. Sehr cool. So, dann gucken wir doch jetzt mal auf die Bildung. Ich hoffe, dass sie sich jetzt bessert. Weil sonst müssen wir tatsächlich sagen, nochmal abreißen hier. So, dann machen wir hier Bäume, 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 Bäume. So. Wunderbar. Ja, wir haben hier so ein paar Problemchen tatsächlich. Aber hey, wir haben die Steuern gesenkt und wir haben wieder eine Nachfrage. Auch wenn wir gerade ziemlich im Minus sind, was die Finanzen angeht. Aber, was die Bildung ansieht, sollte es jetzt eigentlich nach und nach wieder besser werden. Das heißt, auch die Gewerbenachfrage. Was ist denn hier jetzt schon wieder? Lange Pendelstrecke hier. Ja, wir müssen da einfach abwarten. Das entwickelt sich schon wieder. Nur wie gesagt, die Schulkinder brauchen eine Zeit lang. Und ihr seht, da kommt wieder Nachfrage.
sehr gut. Die Schulkinder, wie gesagt, die Schulkinder, das... Moment. Die Schulkinder brauchen halt ein paar Jahre, um sich zu bilden. Es müsste eigentlich jetzt in die richtige Richtung gehen hier. Ihr seht, da kommen sie wieder, ne? Die Hochschule, ist die voll? Boah, schon. Schon gefüllt, muss man ja sagen. So, nochmal Bildung gucken, bitte. Ja, ganz langsam, Freunde. Ganz, ganz langsam. Und die Nachfrage wieder hoch. So. Ich würde sagen, wir gucken mal in das Zensusgebäude. Wie viele Jobs zu Einwohner? Ja, wir brauchen mehr Jobs. Tatsächlich. Lehrer drohen mit Streik. Und siehe da, wir haben wieder Gewerbenachfrage. Ist das nicht gut? Es ist gut. So, und die hier ziehen auch wieder ein. Was? 23.000. Meine Güte. So, Bildung. Ja. Keine Ahnung gerade tatsächlich, woran das liegen könnte. Aber es könnte sein, dass das an der... an der streikenden Grundschule liegt. Aber wartet mal, ich muss mal gerade mal gucken, wo die Grundschule nochmal war. Streiken auf jeden Fall, ja. Die streiken. Da, genau, ja, alles klar, daran liegt's. Boah, 4200 Schüler. Sorry Leute, ich hab irgendwie nicht mehr. Okay, aber wisst ihr was, dann machen wir doch einfach hier oben noch eine große Grundschule hin. Das ist jetzt blöd. Mach mal hier. Genau. Da können wir eine hinmachen. So. So, dann. So, wunderbar, Freunde. Das heißt, jetzt müssten wir aber die Bildung in den Griff bekommen haben. Meine Fresse, 392.000 Kosten. Zum Glück haben wir uns im Werdegang einiges an Geld erspart. So, Freunde. Dann. Ich würde vorschlagen, wir machen hier ein neues Wohngebiet auf. So als letzte Aktion hier von dem, von dieser Folge. Genau, machen wir es einmal so und so. Sehr gut. Und hier machen wir dann 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Dann machen wir hier einmal so und dann einmal so rum. Genau. Und noch einmal so rum. Und da können wir hier schön die Einrichtung hinmachen. So, ihr habt dann schon direkt eine Verkehrsanbindung. Das heißt, wir können hier loslegen. So, 4x4, schön. 4x4. Jawohl. Bus und U-Bahn natürlich. Nicht vergessen. So, hier und hier. Jawohl. Da kommen sie auch schon. Oh mein Gott, das ist so krass, wie schnell die Gebäude aufgebaut werden hier. So. Zack und zack und zack. So, machen wir euch Polizei, Feuerwehr, Krankenhaus und eine große Grundschule, Bildungseinrichtungen. Städtische Hochschule. Alles an Schulen einfach dran hier hinklatschen. So. Na, wir können es auch. So, genau. Da haben wir schon wieder 401.000 Kosten. Warum auch immer, ey. So krass. Na, dann machen wir hier nochmal. Und einmal so. Jawohl. Können uns dann tatsächlich auch in der nächsten Folge weiter aufbauen, beziehungsweise einmal können wir uns hier noch aufbauen. So, dann machen wir hier mal genau so. Das geht auch, aber
Wie gesagt, ich möchte den neuen Trick nutzen mit der Allee. Von daher, ja, machen wir das mal so und da eine Allee draus. So. Dann hier eine schöne Einbahnstraße drüber. Und dann einmal so, genau. Wunderbar. Ah, obwohl. Na, warte mal lieber so, genau. Und jawohl, Freunde, wir haben die Folge zwar voll jetzt, aber das kriegen wir noch hin, hier wie die Wohngebiet. Genau. So, Wunderbärchen hier. Richtig gut. Verbinden wir das noch schnell. Gut, Freunde, würde ich sagen, ja, wie es hier weitergeht in unserer Expansion, sehen wir dann beim nächsten Mal. Dann würde ich sagen, jo, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal Like oder Abo da und lasst die Glocke läuten, würde ich mich sehr freuen, erzählt gerne weiter den Kanal und wie gesagt, wie es hier weitergeht, sehen wir dann beim nächsten Mal und da würde ich sagen, wünsche euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag, ne? Tschüss.